Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Escape Simulator mit mir, dem Jan. Jetzt fange ich hier mit dem Raum Treiben im Weltraum an. Und es beginnt mit Notfall erwachen. Ist jetzt hier schwerelos alles. Hier ist erstmal ein Hund. Okay, das ist bestimmt schon wieder was man hier braucht. Das weiß ich jetzt nicht so. Kopfhörer. Hier ist geschlossen. Erstmal hier alles nehmen. Zen. Was ist das? Ein Flugzeug. History of Fly. Eine Batterie. Was habe ich hier? Ist ein Werkzeug, aber wofür ist dieses Werkzeug? Eine Tasse. Noch ein Buch. Ist das gleiche Buch wie vorher? Okay, das geht nicht kaputt. Hey, wie viele Bücher? Wieso sind hier so oft die gleichen Bücher? Das ist ein Schraubenschlüssel. Okay. War das jetzt hier alles? Nein, hier ist noch ein Buch. Wieso drückt man ich das eigentlich immer wieder auf? Best in Class 2236. Um die Stromversorgung wiederherzustellen, nutzen Sie das mit dem Symbol gekennzeichnete Notfallfach. Das Stromverteilungssystem verwendet eine Drehscheibe, welche an ihrem Endpunkt Strom liefert. Je nach Situation müssen folgende angeschlossen werden. Feuer. Das Teilsystem D benötigt Strom. Überschwemmung. Das Teilsystem E benötigt Strom. Verlust der Schwerkraft. Das Teilsystem F benötigt Strom. Gleichzeitig müssen die Teile A, B und C angeschlossen werden. Sie versorgen den Rest des Systems mit Strom. Ziehen Sie den Hebel, um das System zu aktivieren. Wenn alles richtig eingestellt wurde, werden die Stromversorgung und die gewünschten Systeme innerhalb von 5 Sekunden aktiviert. Okay. Was ist das? Monitor. Okay, kann ich diese Polster alle mitnehmen? Also brauche ich jetzt erstmal hier die 4, um die Schrauben zu lösen. F, A und D. A, B, C, ne? So. Hä? Ah, ne, ist ja nicht F. F, A. So.
Ist das die Glasscheibe? Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ein Blatt. Noch ein Blatt. Eine Werkzeugkiste. Ein Schraubenzieher. Wow, Werkzeug und noch ein Werkzeug. Achso, das muss ich da mit rein, okay. Hier muss eine Batterie rein. Die raus und die rein. Toll, und was bringt mir das? Außer dass dieses Ding Hello sagt. Love you to the moon and back. Ich habe noch eine Batterie. Super. Also ist das egal. Errungenschaft freigeschaltet. Mystic Toy. Stifte. Warte. Ich kann wahrscheinlich jetzt hier auf dem Bildschirm malen. Für den Fall einer Türstörung ist das Schiff mit einem Notfall-Türmechanismus NTM ausgestattet. Der NTM befindet sich links neben der Tür. Jeder Raum enthält ein spezielles Werkzeug, um ihn zu öffnen. Der Mechanismus hat die folgenden Zustände. Rot, NTM-Sensorstörung. Überbrückung erforderlich. Siehe Anhang A. Das Orange, NTM ist aktiv, benötigt aber mehr Strom. Stellen Sie dies mit Batterien bereit. Grün, die Tür können jetzt entriegelt werden. Anhang A. PC kann genutzt werden, um die Überbrückung zu aktivieren. In der Raumkontrollsoftware müssen Sie fünfmal das Türsymbol drücken und das Protokoll wieder aktivieren. Wo habe ich denn hier einen Code? Odin. Cosmo. Orbital Racing 2. Koffer.
Was habe ich jetzt hier? Einmal eine Brille. Digitaler Stift. Mundharmonika. Steel Oak? Nee, das ist auch nicht. Ha! Das hier. Den Stern gibt es hier nicht. Stern. Das Buch, das Symbol zeigt an, dass dieser Gegenstand ein Hinweis ist. Hinweis? Class? Das ist ja easy. Verstehe den Hinweis hier nicht. Eine Rakete ist es nicht. Tor? Das sagt mir nichts. Das muss ja jetzt irgendwas hier mit der Zahl zu tun haben. 7. Warum auch immer. Okay. Lieber Stargazer Operator. Wir von der Edgewood Starship Corp möchten Sie in diesem neuen Schiffdesign Revision 23 willkommen heißen. Wir haben alles von Grund auf neu gestaltet. Die Wohnräume sind jetzt 23% größer und der Schiffsrahmen hat eine verbesserte strukturelle Integrität. Das klickende Metallgeräusch ist ebenfalls verschwunden. Also, für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine Katastrophe eintritt, ist das Schiff mit mehreren Ebenen redundanter und manuell bedienbaren System ausgestattet. Notfallprotokoll aktiviert. Ach so. Jetzt muss ich die Batterien hier aus dem Roboter wieder rausnehmen.
geschafft. Würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.